Hallo zusammen und willkommen zurück zu Into the Breach. Wir müssen heute das Corporate HQ verteidigen. Destroy the Hornet Leader ist die Aufgabe und Protect the Corporate Tower. Also was anderes bleibt uns ja jetzt gar nicht übrig. Wir müssen das machen. Hier ist der Hornet Leader. Der hat eine ganze Menge Hitpoints und vielleicht hätte man jetzt am Anfang nochmal ein bisschen was machen sollen. Irgendwo mehr Damage einpacken oder so, keine Ahnung. Wir machen das mal so in Artillerie hier hinten. Ich glaube, das ist okay. Und dann gucken wir, was die Gegner machen. We have to help these people. Ah, okay, der hat einen netten Angriff mit drei Felder. Inspect Unit, wollen wir nochmal gucken? Hold down left clicked. Dismiss erstmal, machen was weg. Hier. Wieso denn Hold Down Left? Egal. Achso. Ah ja, gut. 2 Damage macht er hier auf dem ganzen Feld. Ne? Also 3 Felder weit. 2 Damage. Okay. Also müssen wir den irgendwie wegkriegen. Wir haben den Bonus, dass Häuser immun sind. Und das würde sich jetzt hier anbieten. Hier hinzugehen und einen Angriff hier hin zu machen. So, jetzt geht der ins Leere, der schießt hier lang. Wir können noch einen Angriff machen. Oder können wir das, wenn wir hier reingehen würden? Wir könnten hier hingehen und dann hier runterschießen. Also irgendwie sowas. So, dann haben wir schon ein bisschen Damage gemacht. Und er hier schiebt einfach mal den hier zur Seite. Und mehr gibt es in dieser Runde nicht zu tun. Ich glaube, das ist ganz gut. Und das hier läuft alles ins Leere. Und das läuft ins Leere. Hier kommen halt 2 neue raus. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn man es noch hätte irgendwie blocken können. So, der hier macht irgendwie gar nichts, wie es aussieht, oder? Doch, er greift dort oben an. Er greift hier an, er greift dort an. Das ist die Frage, wie er sich hier befreien kann. Wir könnten mit der Artillerie wieder hier hingehen, hier reinschießen. Und dann der hier stirbt, der wird drüber geschoben, der wird drüber geschoben. Das negiert eine ganze Menge Angriffe. Das finde ich ziemlich gut. Er hier kann dann ihn hier einmal drücken, in die Seite knuffen. Ja, dann geht er hier hin und macht den Angriff. Und dabei stirbt der dann. Und dann müssen wir nur die Attack Order gucken. Und da sehen wir, dass der auch als erstes dran ist. Okay, also mein Plan. Hier hingehen. Hier drauf. Oh, das ist nicht gut. Ja, die Reihenfolge funktioniert so nicht. Wir müssen erst den hier rüber schießen. Ja, damit der nicht auf die Generatoren hier gedrückt wird. So, wie gesagt, er stirbt. Ich kann nochmal gucken, wer als nächstes dran ist. Dann greift er an. Dann er. Er ist der Einzige, der noch eine Action hat. Und da können wir sehen, dass sie nicht schon mal ein bisschen Damage machen. Einfach den da angreifen. Dann sind wir den los.
So, mal gucken. Wenn wir den einen rüberschieben, also einfach hier den Angriff machen und dann nochmal in die Richtung schieben, könnte der sterben. Na, also wir gehen hier hin. Ah, das ist nicht erreichbar. Das ist natürlich doof. Klar, wir können nur drei Felder laufen. Und es wären vier, um hier hinzukommen. Hm. Ich hätte ihn sonst ganz gerne hier rüber geschoben und dann würde der durch das Feuer sterben. Mit Artillerie ist es nicht möglich. Mit Artillerie würde ich einfach hier angreifen. Ja, das die Generatoren hier schützen. Aber hätte ich gerne irgendein anderes. Das geht mit ihm. Wenn er hingeht, hier hingeht. Er macht einen Angriff hier. Ja, 2 Damage. Dann macht er den Angriff 4, 1 Damage und Feuerdamage kommt zuerst. Das klingt nach dem Plan. Und das kriegen wir hier geschützt. Einer stirbt sofort und einer greift halt dann hier das leere Feld an. Bethany sagt, was, noch einer? Ja, noch einer, aber ist nicht schlimm. Ist, glaube ich, die letzte Runde, ne? Gucken. Artillerie könnte hier hingehen, hier angreifen. Da wird der hier aber nicht. Besser wäre eigentlich, wenn wir hier... Nee, auch nicht. Kann er... Auch nicht. Wir brauchen... Wir müssen ihn hier befreien. Ne? Er braucht... glaube ich, die Möglichkeit, hier hinzugehen, hier runter zu schießen. Dann ist aber der Corporate Tower dran. Okay, das heißt, wir müssen den eigentlich in die Richtung schieben, nach hoch. 1, 2, 3, 4. Das müsste gehen. Wir haben ja ein Movement mehr. Das heißt, er hier geht hier hin. Oh nein, wie kriegen wir das hin? Wenn ich hier hin schieße, dann wird der nach hier geschoben. Das wäre okay. Weil der hier muss da stehen bleiben, damit der Plan funktioniert. Also er hier macht hier einen Angriff. Oh. Ich sehe noch was anderes. Der blockt hier dessen Angriff. Wir brauchen da gar nicht mehr machen. Das Einzige wäre, dass wir eben hier noch ein paar Kills reinkriegen. Also mit ihm hier einfach den. Das könnte man überlegen. Aber mehr Kills ist natürlich Quatsch. Wir könnten, wenn er hier sowas macht, gibt halt kein XP. So, schiebt den rüber, wollen wir nicht, der muss da stehen bleiben. Na, die Idee, ich kann nochmal gucken, ob das aufgegangen wäre. Genau, der hat also 4 Felder, der kann sich hier hingehen, kann man den da hinschießen, schieben und dann geht halt der Schuss ins Leere. Also das wäre meine andere Idee gewesen, aber das ist natürlich so noch viel besser. Jupp. So, die ziehen sich zurück und wir haben gewonnen. So, wir haben das die erste Insel gesichert. Sehr schön. Spend Reputation, genau. Wir haben ja 6 Punkte, das können wir jetzt machen. Und uns Sachen einkaufen. Man kann auch Sachen verkaufen, beziehungsweise halt donaten. Das lässt man dann offenbar hier auf der Insel. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier lassen soll. Wir nehmen lieber Sachen mit. Power Grid würde ich nicht. Reactor Core ist ziemlich stark, würde ich machen. Auto Shields.
Buildings kriegen halt, also Gebäude kriegen ein Schild, nachdem es bestätigt wurde, finde ich doof. Flammenwerfer finde ich ziemlich geil. Braucht aber Strom und noch mehr Strom, um die Range zu erweitern. Self-Destruct finde ich interessant, aber irgendwie uncool. Und Smoke is on Sale, was bedeutet das? Nehme ich mal. Flammenwerfer finde ich cool. Und ein Power Core. Ja, das ist das, was ich mitnehmen will auf die nächste Insel. New Weapon. Naja, okay. Können wir anklicken und den Flammenwerfer einsetzen. Das würde ich, also den Flammenwerfer würde ich tatsächlich ihm hier geben wollen. Und den Power Core auch. Da ist jetzt die Frage, Titan Fist, braucht man das überhaupt noch? Das wäre jetzt ohne Feuer. Das ist im Grunde das Gleiche, es macht einfach 2 Damage. Ne, es macht weiterhin 2 Damage. Aber das ist halt natürlich noch einmal Damage mehr, ne? Ja, das ist schon gut. Manchmal weiß ich nicht, ob man manchmal kein Feuer legen will. So, ich würde sagen, wir probieren das aus. Ja, das ist alles gut. Und jetzt bleibt uns hier nichts weiter übrig, als zu sagen Leaf Island. Okay, RST Corporation. Okay, in future games you will be able to visit unlocked islands in any order. Sehr schön, das heißt, man kann auch noch zuerst hier hingehen. RST Corporation Terraforming Specialists. RST turned the environment against the back and nearly destroyed the island in the process. Okay, das ist also hauptsächlich eine Wüsteninsel. Die haben versucht halt damit irgendwie gegen die Aliens zu kämpfen. Jessica ist hier der Chef, okay. We can postpone the discussions on where you got this advanced weaponry until after you use it. Okay, ja, interessiert sie nicht genau. Weatherwatch, was mal? Defensive Shields active, das ist nett. Do not kill the volatile weg. Ja, okay, aber nimmt der Schaden durch die Artillerie? Nee, ne? Aber das heißt, man müsste den am Leben lassen und immer nur hin und her schieben. Hier haben wir Cataclysm, das gucken wir uns nächste Mal an, würde ich sagen. Ja? In der heutigen Folge mache ich das hier noch. Und mal sehen, was es hier gibt. Volatile ist er hier. Der hat aber auch 4 Hitpoints, ist okay, wir sollen ihn nicht umbringen. Was ist hier? Blast Psion? Das ist der, das jemand, der, wenn die Vecs sterben, explodieren, die machen einen Damage rundherum, okay. Machen wir mal so. So, wir haben dann ein Port, was wir sichern sollten. So, er hier macht so einen Artillerieangriff, okay. Das heißt, das wäre ganz gut, wenn der einen rübergeschoben wird. Und das kriegen wir jetzt gar nicht hin. Doch, das kriegen wir hin, wenn wir hier hingehen und dorthin schießen. Okay. Ethnie könnte den hier einfach angreifen, macht einen Schaden. Und der wird weggeschoben. Ich
glaube, wir machen das einfach mal. Wir befreien uns hier mal. Er hier kann den direkt umbringen. Wir können auch den Flammenwerfer einsetzen, um mal anzugucken, wie das aussieht. Also auch die Wüste brennt offenbar. Und Arti soll den erstmal rüberschieben. Oh, der hat gar keinen Schaden genommen, ne? Durch den Flammenwerfer. Der wurde nur rübergeschoben und ist ihm jetzt. Hat nur den Feuerschaden bekommen. Okay, gut zu wissen. Jetzt wird's problematisch. Moment. Wenn wir den eins nach unten schieben, wäre gut. Dann könnt ihr den auch eins, ja. Das mache ich als erstes. Ich muss mich aber bewegen danach. Ah! Funktioniert nicht, ne? Ich hatte gedacht, ich greife einfach hier an. Schieben wir den eins nach hier. Den eins rüber, damit er nicht angegriffen wird. Aber dann landet dessen Angriff genau hier. Also irgendwie keine Option. Ich kann halt den wegschieben. Den Angriff könnte man auch mal einfach ja, durchgehen lassen. Weil es ist ja eh ein Schild hier. Hier müssen wir angreifen. Aber der soll ihm nicht sterben. Wir müssen aufpassen, dass der nicht aus Versehen dann doch stirbt irgendwann. Aber wir müssen uns auch bewegen hier. Wir müssen aus dem seiner Angriffslinie raus. Oh, aber was passiert, wenn wir mit der Artillerie von hier hinschießen? Das wäre nicht schlecht. Können wir nochmal die Angriffsordnung angucken. Das ist der ist zwar als letztes dran. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Nehmen wir mal an, ich mache das, ja, dann greift er hier an, dessen Schuss wird hier von ihm geblockt. Wie viel Schaden macht er hier? 3, ja, das heißt, der Typ stirbt dann auch, nimmt ihn mit, explodiert sozusagen. Der hier würde nach hier geschoben werden, rennt dann einmal hoch, das heißt, hier müssen wir aus dem Weg gehen. Ja, den hier wird er umbringen. Und der wird dabei hoffentlich nicht explodieren. Nee, der explodiert dabei nicht. Beziehungsweise der wird vorher sterben. Der ist ja immer noch hier mit. Der hat ja immer noch Feuerschaden. Okay, also der rennt einfach hier dran vorbei und wir gehen hier aus dem Weg. Müssen aber den hier irgendwie. Kann ich hier hin und den eins rüberschieben? Das geht. Okay, ich mach mal den Plan. Also ich glaube, es funktioniert. Ja? So. Der greift hier an. Der killt den. Der Panzer schiebt den eins rüber. In die andere Richtung wäre auch möglich gewesen. Ne? Also hier, wie gesagt, den Angriff, den hätte man auch ruhig mal durchgehen lassen können. Und der
killt halt den, bleibt dann da stehen, bleibt wahrscheinlich sogar davor stehen. Achso, nee, der killt den eben nicht, sondern der rennt durch, weil der vorher durch das Feuer stirbt. Das heißt, wir können... Weiß ich nicht, ob es schlau ist, aber schon mal Richtung Pott gehen, also damit wir den vielleicht in der nächsten Runde oder so bekommen. Weiß ich nicht, ob wir was gegen den hier machen können oder was der dann für einen Angriff plant. Können wir hier irgendwo was angreifen? Macht das Sinn? Ach so, das macht tatsächlich Sinn. Man kann ja hier Feuer setzen, so falls der Gegner dann halt dann da durch oder da so. Kann man ein Feld damit blockieren, mehr oder weniger. Finde ich ganz interessant. Okay, ich glaube, das ist alles. Man könnte jetzt auch mal mit der dem Rauch arbeiten. Ja, wenn man das hier macht, dann stehen die halt im Rauch. Units in Smoke cannot attack or repair. Ja, dann sind die beiden hier sozusagen negiert. Ich würde das jetzt mal machen. Attack cancelled steht da, sehr gut. Er hier holt sich mal den Pot. Kann der hier angreifen? Bringt das was? Nee, ne, man hätte mehr Geld ausgeben müssen für die Range. Ich probiere es trotzdem mal aus, um zu sehen, was passiert. Okay, also man setzt es hier in Flammen. Und er hier... Moment, wir können mehrere Sachen machen. Wir können hier... Ah nein, er hat seinen Angriff schon gemacht. Ah, das hätte er natürlich... Hätte er natürlich auch nach der Bewegung dann machen können. Ne? Das wäre ja dann aufs Gleiche hinaus gelaufen. Das heißt... Wir müssen nur noch den rüberschieben. Und dann noch eine weitere Runde überleben. So, okay, na dann, letzte Runde. Setzen wir mal die Prioritäten. Der hier kann ruhig angreifen. Ja, das ist geschildert, der wird es überleben. Der hier greift den an und der greift den an. Das ist beides nicht gut. Das müssen wir irgendwie verhindern. Er greift auch das an. Und er macht ziemlich viel Schaden, glaube ich. Ne? Das war der mit einem Damage. Achso, nee, einen nur. Okay. Der hier machte drei. So. Das heißt, wenn wir... Wie viel Schaden macht er? Ein. Wenn er hier jetzt treffen würde, wäre nicht so schlimm. Na, wenn man das wieder macht, dass man hier hinschießt und den rüberschiebt, damit das hier am Leben bleibt, ja, dann geht das daneben. Der würde einen Damage hier machen. Wäre nicht schlimm. Aber das ist immer noch eher mit dem Angriff. Wir müssten hier hingehen und den hier rüber schieben. Ja, weil wenn er hier angreift, ist wieder okay. So, und das wird geblockt. Und hier unten müssten wir uns nur befreien. Und hier unten weiß ich eben nicht genau, warum der nicht zwei Schaden genommen hat. Ja, aber wenn wir den so, dann stirbt er.
Wobei der mich auch angreifen dürfte. Also das ist eigentlich nicht so schlimm, aber natürlich ist es gut, wenn man hier einen Kill bekommt. Okay. Also dann mache ich das wieder so. Ich schieb den rüber. Dessen Angriff landet hier, ist aber nicht schlimm. Der überlebt es einfach. Wir schieben. Blocked by Smoke. Ach, der kann hier nicht angreifen. Wie ungeschickt von mir. Kann der hier hingehen? Ja, dann nehmen wir aber Schaden durch das Feuer, aber wir müssen es machen. Oh, und der greift immer noch. Ah, shit, der greift immer noch die Gebäude an. Ich sehe jetzt aber auch keine. Also, ich ist eh gelaufen, ne? Ich habe meine Bewegung schon gemacht. Ich sehe aber auch keinen Weg, wie ich es hätte verhindern können. Ah, doch, ich sehe einen Weg. Ich hätte hierhin schießen können. Ja, dann hätte der den hier einen runtergeschoben, ohne Schaden zu nehmen. Der hätte da angegriffen. Aber dann hätten wir hier auch das Gebäude verloren. Ne? Und er hätte immer noch hier angegriffen. Ja, also ich glaube, das wäre so oder so hier oder hier hätten wir Verluste gehabt. Okay, dann bringen wir den einfach noch um und beenden die Runde hier. Okay, wir konnten leider nicht alle Leute retten, aber wir haben unsere Aufgaben erfüllt und entsprechend Reputationspunkte bekommen. Und wir haben den Pod gesichert, genau. Können wir mal gucken, was da drin ist? Was ist das? Repair Field. Repairing One Mech will affect all Mechs. Ziemlich gut, braucht aber auch Power. Und wir haben den Reactor Core. Das ist ziemlich stark. Außerdem ist er hier befördert worden und er hat auch einen Mech-Reactor dazugekommen. Ausgezeichnet. Ja, was sollen wir damit machen? Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.